Lost Actual, hier ist Nomad. Schicken Sie Daten zu Stone. Ihr letztes Ziel ist Trey Stone, Chef von Sentinel, ehemals GGS-Team. Sie haben Stones Operation untergraben, aber die Terrorgefahr für Amerika besteht weiter. Meine Quellen sagen, dass Stone vorhat, mit den Gasreserven die amerikanische Bevölkerung zu treffen. Sie müssen ihn eliminieren und den Angriff verhindern. Stones Material befindet sich auf 3 Trucks. Finden und zerstören Sie sie. Ich bin auf dem Weg. Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Breakpoint Episode 3 und zwar zur Eliminierung von Stone, wie wir gerade gehört haben. Einige von euch wissen sicherlich, dass ich diese Mission gerade zum zweiten Mal aufnehme, weil ich sie beim ersten Mal mit viel zu niedriger Bitrate aufgenommen habe, leider. Ich habe in OBS mehrere Profile eingestellt, eines davon für die Bildschirmaufzeichnung von Webinaren oder so oder von Videos generell. Und da ist die Bitrate sehr niedrig und da habe ich ein anderes Profil für Gameplay und das habe ich leider vorher, vor der Aufnahme der letzten, vergessen zu aktivieren. Ja, und dabei war ich so froh, als ich diese blöde Mission endlich geschafft hatte. Aber jetzt habe ich, glaube ich, den Dreh raus, wie es klappen kann. Relativ easy, hoffe ich zumindest. Sehen wir dann gleich. So, haben die Motorrad da oder standen die nur so darum? Die standen nur so darum, das ist schade. So, wir sollen hier jetzt erstmal hier die erste Lieferung Gasdrohnen zerstören. Das machen wir doch mit links. Raketenwerfer haben wir ausgerüstet, prima. Dann machen wir einfach einen Luftangriff quasi. Ein Angriff von erhöhtem Terrain. So, haben wir ein paar Gegner. Ich guck mal, ob da noch mehr Gegner sind, die ich jetzt so nicht sehen kann. Wir haben hier einen Minigunner. Da hinten noch einen Minigunner. Den Boten, der vermutlich mit diesem Truck dann wegfahren würde. So, da sind 5 Gegner. Ja, insgesamt 5. 2 davon Minigunner. Damit kommen wir klar. Mein Ziel erfassen. Roger, bewege mich zum Ziel. Ziel auf den Stürmer. Ziel erfasst, bin bereit. Ziel auf den Minigunner. Ich sehe das Ziel. Hat es jetzt geklappt, oder? Probier lieber nochmal mit Q. Roger, Zielannäherung. Ja, das hatte geklappt. Okay, na gut, dann. Warten wir kurz. So, das machen wir dann. So. Ab geht's. Bam. Zack. So. Gut gemacht. Einer lebt noch. Okay, jetzt lebt keiner mehr. Es waren tatsächlich noch 2, die gelebt haben. Der nächste Truck ist da hinten. Habe ich da gerade einen Generator gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich habe mich verguckt. Schade. Blaue Kisten habe ich gesehen. Kein Generator. Haben die denn hier einen Generator? Ja, da ist einer. Cool. Gut. Die haben Geschützturm. So, das heißt, wir schnappen hier erstmal den Generator. Eins. Oh, das ist viel zu tief. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ah. Gibt's doch nicht. Da kommt ein Azrael. Oh, das war ganz schön knapp. Aber gut, solange der Truck nicht wegfährt. Ist egal, ob die da unten in Bereitschaft sind, genau, Alarmbereitschaft sind. So, gut. Alles sauber. Israel außer Reichweite. Dann machen wir das eben anders.
Dann haben wir noch ein paar Gegner, die schalten wir schon mal aus. So, kriegen wir den Generator denn von hier aus? Nein. Doch. Gut, so. Geschützturm deaktiviert. Mörser gegebenenfalls auch. Da rennen welche aus der Basis raus. Das soll nicht mein Problem sein. Oh shit, die haben Funker. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Eigentlich hätte ich, da ich die Mission ja sowieso wiederholen muss, ich hatte sie ja schon abgeschlossen, hätte ich es eigentlich auch mit meinem anderen Savegame machen können, indem ich die Tarnung habe aus Operation Motherland. Aber vielleicht wäre es dann doch ein bisschen zu einfach geworden. Wie komme ich denn da ganz hoch da? Fertig aus, Boss. Trinkst du genug? Nein, ich trinke nicht genug. Ich könnte mal wieder einen Schluck trinken. Tatsächlich im Real Life. So, dann hier. Das Ganze wie eben noch einmal. Die zweite Ladung ist zerstört, aber wo ist die letzte? Ich muss es herausfinden. Und natürlich müssen wir zur Prototypwerkstatt und das ist natürlich genau die. Dass die Infos dort beschaffen. Aber da steht. Ich muss Informationen beschaffen. Vielleicht gibt's ja irgendwo einen Gegner, der was. Da! Oder auch nicht. Ein Gegner, der was weiß, sodass wir da nicht unbedingt müssen. Ja, die. Die Infopunkte abgrasen. Da oben haben wir eine Wolf-Basis, das ist nicht so cool. Aber sonst scheint hier niemand was zu wissen. Wir könnten versuchen mit dem Fallschirm hier aufs Dach zu springen, hier runter zu klettern und dann dort die Infos zu holen. Das versuche ich mal. Müssen wir aber weiter hoch. Voilà. Das ist das Tolle, wenn man eine Mission wiederholt, auch wenn man es nicht unbedingt muss. Also beziehungsweise in dem Fall muss ich es, aber dann kann man halt einfach noch andere. Oh shit, ein Scharfschütze, den habe ich nicht gesehen. Der nimmt mich jetzt. Hops. Shit, 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 shit. Das war's. Ah ja ja. Oh, das war knapp. Den Scharfschützen habe ich nicht gesehen. Da habe ich nicht gut aufgeklärt. Verdammt, ich habe halt auch gar nicht mit der Drohne auf Gegner geachtet so richtig. Das war schlecht. Nun! Oh, schalt einfach mal ab. Oh, Alter, der kann mich hier treffen. Der trifft mich nicht mehr. Ist tot. Ich weiß ja nicht, wie er es so geschafft hat, mein Bein zu penetrieren, aber was soll's. Nochmal heilen. Gut. Ah, da haben wir einen Infoträger. Oh. Oh Gott! Nein! 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 Die Drohnen von der Wolf-Basis. Das ist schlecht. Team, Feuer frei. Feuer! Das heißt, die Wolves kommen auch gleich. Das ist echt ein Problem. Oh, sehr gut. Kein Feindkontakt mehr. Das ist einer, oder? Kein Feindkontakt mehr? Okay, gut. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das mal. Und was ist dann da hinten gerade explodiert? So, dann verhören wir den Knecht erstmal hier. Rede und ich verschone dich. Ich hab dir alles gesagt. Also, eigentlich hast du gar nichts gesagt. Hä, der hatte schon mal einen Kopfschuss kassiert. Vom KI-Kameraden bestimmt. Nur ein Außenposten im. Ein Lieutenant im Außenposten Red Viper, das ist der, oder? Ja, natürlich ist das der. Ich weiß nicht, wie man in einer Woche so viel vergessen kann.
was wo war. Das heißt, wir müssen dort den Lieutenant verhören. Ich weiß was, ich fliege einen Heli da hoch. Nur für den Fall, dass da vielleicht noch irgendwo einer sitzt. Kann ich da drüber springen? Ich hoffe es. Ah, natürlich nicht. Dann rennen wir eben rein. Keine Ahnung, wie viel Schuss ich noch geladen habe. Aber hier gibt's Krebs. Da hinten auch noch eine Kiste. Ist aber eigentlich egal, weil mit diesem Savegame hier spiele ich eh nicht mehr so lange. Die Mission noch. Ui, Voice Crack des Todes. Diese Mission noch und dann die noch nicht in Videoform gebrachten Events. Und dann sind wir hier ja durch. Hat die leider keine Bewaffnung. Oh, da hinten gibt es noch einen Sniper, sehe ich gerade. Einen Bullsniper. Bei dem parken wir mal hier. Und dann schauen wir erstmal genau. So, hier ist ein Wolf-Sniper. Da drin ist wohl der Lieutenant. Ansonsten ist hier alles ziemlich leer, muss ich sagen. Hä? Ach nee, die sind alle in Deckung. Oh shit, das ist auch noch so ein Ding. Haben die hier einen Generator? Da hinten irgendwo vielleicht? Da. Den treffe ich von hier aus nicht, glaube ich, oder? Nee. Ich könnte versuchen. Nee, kannst vergessen. Ich könnte den Kameraden einfach den Feuerbefehl geben, aber... Granate kommt! Nicht schlecht. Feindlicher Sniper ist tot. Oh shit, Rakete. Kampfdrohne aktiv. Wir schießen mit Mörsern auf uns. Das ist echt gemein. Dass sie sowas machen, ich mach den Schaden schon ab. Wow. Das war relativ smooth bis jetzt. Ich hoffe, der Mörser schlägt niemals hier ein. Das wäre echt schade. Ich meine, es ist ein lauter Angriff, ist klar, aber... Ach, das ist die Vassilis-Drohne. Vassili, sage ich. Fixitz-Drohne. Ist ein lauter... Ach, ehrlich, Fury. Ich meine, es war ein lauter Angriff, aber es war verdammt smooth. Nomad, die Drohne hat keinen Software. Ja, ist kein Ding. Ich glaube, hier gibt's keinen Gegner mehr. Ah, doch, es gibt noch Gegner. Oh, hallo. So, schauen wir mal, wie Nomad seine Waffe hält. Es gibt noch Gegner. Oder? Ja, gibt noch Gegner. Wenn er sich automatisch umdreht, wenn man die Kamera umdreht, dann gibt es noch Gegner. So, ich weiß, dass wir da drin eine Tür haben. Oh nein, nicht die Waffe wechseln. Dann hebt die Leiche auf. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Kann ich das so durchschießen? Jo, kann ich. Geht einfach von da rein. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, dass wir da noch eine Tür haben, in der man nur mit Gegner reinkommt. So, schauen wir mal hier. Was zum Henker. Alles klar, Nachtsicht. Alles saudunkel hier. Nachtsicht ist an. Meine habe ich auf. Etwas ist schiefgelaufen, der Lieutenant ist tot, ja. Aber bös niedergemetzelt. Er ist von Sentinel.
war wohl für den letzten Truck zuständig. Von einem seiner eigenen Leute getötet. Aber warum? Das ist halt echt böse niedergemetzelt. Sieht man sowas? Nee, nicht wirklich. Aber hier ist verdammt viel Blut. Und auch aktiviere Nachtsicht. Hier, da, da. Gute Idee. Nachtsicht an. Ich hab meins aktiviert. Krass. Dritte Lieferung wurde von Traystone beschlagnahmt. Alles klar. Sie ist nördlich von Flock Lake. 1,6 Kilometer. Ach komm, scheiß drauf. Ich schnapp mir den Heli und dann sind wir weg. Team bei mir sammeln. Los, sammelt euch bei mir! Kommen zu deiner Position. Wir gehen sofort los. So, und alle aufsitzen bitte. Gut. Im Heli sind wir am schnellsten da, denke ich. Ach, da hinten ist das ja. Ist ja relativ nah. Ist ja nicht so, als wären wir genau da an diesem Biwak da unten gespawnt. Also beziehungsweise es war der Start der Mission. Ich weiß noch, wir haben auf dem linken und dem mittleren Dach Scharfschützen. Das weiß ich noch. Ich habe den fehlenden Truck. Was war so besonders an seiner Ladung? Die Fracht sollte hier ganz in der Nähe abgeladen werden. Ein Schuss, ein Treffer! Da gibt es, glaube ich, noch einen, oder? Nee? Ja, nein, vielleicht. Nein? Schade. Irgendwo ist noch einer. Ich weiß, ah, der war hier irgendwo auf dem Dach, glaube ich. Ja, Fury, mach das mal bitte. Da hinten haben wir noch zwei. Der, ach, den kann ich von hier aus nicht treffen. Kann ich da rüber? Nee. Nee, den treffe ich auch von hier aus nicht. Das ist schade. Das ist der einzige Eingang. Bestimmt eine Falle, aber ich muss wohl durchs Feuer gehen. Zielt auf den Scharfschützen. Brauche freie Schusslinie. Mein Ziel erfassen. Feuer auf mein Kommando. Ach shit, irgendwo war der, aber ich weiß es leider nicht mehr wo. Nun. Das war's. Wir haben alle erwischt. Gut geschossen. Da ist noch einer. Richtig gut. So, so. Schnappen wir uns den letzten auf diesem Dach. Eben manuell quasi. Selbst. So, und da unten auf der Brücke steht auch noch einer. Und vorm Eingang stehen noch zwei Gegner. So, aber da hinten habe ich gerade irgendjemanden rufen gehört. Ah, da. Komm, gib nicht so an. Okay, ansonsten gibt's, glaube ich, nur noch die beiden vorm Eingang. Und all die ganzen Gegner, die dann da drin spawnen erst. You okay, Bro? Ich mach's an falschem Sprung runter. Hier hinten wäre auch eine Treppe gewesen und eine Leiter, aber Fallschirm geht schneller. Auch wenn es nicht unbedingt realistisch ist. Oh, scheiße. Nicht schlecht, Boss. So. Minen habe ich ausgerüstet. Sie haben alles zerstört. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr, Nomad. Ich lade Sie ein, sich mit mir zu messen. Dann kriegen Sie, was Sie verdient haben.
Da verstecken sie sich also. Es ist Zeit, das zu Ende zu bringen. Ich verstecke mich nicht. Nicht mehr. Nie wieder. Die Welt wird erfahren, wer ich bin. Und sie wird es bereuen, meine Macht unterschätzt zu haben. So. Hier noch ein paar Minen hin. Hallo, Stone. Nomad, endlich hat die Legende ihren großen Auftritt. Bauen Sie sich die Kugeln, das ist schusssicheres Glas. Meine Drohnen werden gerade mit dem letzten Gas ausgerüstet. Sobald sie die Atmosphäre erreichen, wird jeder auf diesem gottverdammten Archipel sterben. Und Sie werden dabei zusehen. Stone zu stoppen. Uns läuft die Zeit davon. Gespawnt. Das ist nämlich das Blöde hier. Deswegen bin ich bei der ersten Aufnahme an dieser Mission fast verzweifelt, weil Gegner teilweise einfach genau einen Meter vor dir spawnen. Ich muss ein paar Einstiegspunkte finden und sabotieren. Und zwar schnell. Team, Feuer frei. Heizt ihn ein. Ein Punkt davon ist nämlich hier. Einer ist nach vorne. Oh. Siehst du, jetzt ist er da schon wieder. Ja. Ich brauche Hilfe, Ito. Keine Zeit für Erklärungen. Manchmal hier vor dem Gang spawnen welche. Und das ist echt ätzend. Was siehst du? Da hast du es gesehen? Hast du gesehen? Wie er da gespawnt ist? Das ist so behindert hier in dieser Mission. Wirklich. Das ist. Ich meine, ich habe. Klar müssen Gegner irgendwo herkommen, aber direkt vorm Gesicht spawnen ist echt. Also, kannst du vergessen. Deswegen hatte ich 3 Anläufe gebraucht. Bei meinem ersten Versuch, weil die halt auch auf diesen Gängen spawnen. Ihre kleinen Siege bedeuten gar nichts. Wenn sie mich töten wollen, dann zu meinen Bedingungen. Ich habe unten vergessen, Minen hinzulegen. Das sollte Schaden anrichten. Ich habe keine Bandagen mehr. Meine Leute, besiegt. Ich habe vergessen, neue zu machen. Oh! Ja, bitte. Leider bin ich jetzt verwundet, das ist schlecht. Oder nein, bin ich gar nicht. Das für dich. Nur wegen Ihnen. Team, zu mir. Zu mir. Bewegung! Verschwinde. Zeit für eine Granate! Verstanden, wir kommen. Geschieht Ihnen recht. Wie ist er denn geflitzt? Ich werde mich verewigen, koste es, was es wolle. Und wenn es in Blut geschrieben wird. Kommen Sie und stellen Sie sich mir, Nomad. Ich bin Ihr Ende. Das ist das Ende meiner Nerven, Junge. Zwischen Tod und Vernichtung wird man sich an mich erinnern. What the fuck? Wie schnell? Ach, shit. Letztes Leben. Schlecht. Ich nutze gerade die Zeit, um neue Bandagen zu machen, weil neue Spritzen. Ich habe echt keine Lust, diese Mission jetzt noch 5-mal zu machen. Der ist verarzt, leider. Ich bin da richtig böse verletzt. Oh, da kommt der Nächste. Nee. Oh Gott, ich dachte gerade schon. Weil ich gerade in dem Moment die Waffe gewechselt habe, als der um die Ecke kam. So, ich muss da rüber. Und aufs Dach. Und soweit ich weiß, ist da auch ein neuer
Oder? Ich glaube, weiß gar nicht mehr. Ne, kein neuer Scharfschütze, alles klar. Und ich hoffe wirklich, dass ich diesmal, denn bei der ersten Aufnahme hat er hier, anstatt die Leiter runterzugehen, einen Fallschirmsprung gemacht. Ich hoffe, das Sie läuft diesmal besser. Leben mehr übrig. So, und jetzt da drin Scharfschütze gespawnt. Nein, er macht schon wieder Fallschirmsprung, ich das hasse. Geht mir da so ein Keks. So. Scheinbar hat Vasili den Sniper, der gerade über Stone gespawnt ist, schon gekillt. Aber gibt's aber auch noch einen Minigunner. Der ist auch schon geplatzt, so wie es aussieht. Ich schalte auf Nachtsicht. Da drin sind noch zwei Wolves. Oh shit, Alter. Das ist schlecht. Team feuerfrei. Zeigt sie ihn! Kommen Sie und stellen Sie sich mir, Nomad. Ich bin Ihr Ende. Gut, so. Haben wir hier den? Treffe ich von hier aus nicht. Auch nicht schlimm. Stone war ein Psychopath mit einem Anflug von Größenwahn. Definitiv nicht Walker. Nur ein kleiner Mann, der etwas zu beweisen hatte. Der wird nie wieder jemandem etwas antun. Ich muss den Start-Countdown stoppen. So, einmal Countdown stoppen. Nice. Ghost Actual, Nomad hier. Ich hab Stone. Sieht aus, als hätten sie alle Ziele eliminiert. Ich weiß, dass das hart ist. Ich hab das auch durchgemacht. Dank ihnen haben wir das Gröbste hinter uns. Millionen Amerikaner wurden gerettet. Alle relevanten Daten wurden an den FSB weitergeleitet. Sollen die sich um das Chaos bei denen kümmern? Für uns ist der Job erledigt. Verstanden, Sir. Und danke. Nomad out. Geschafft. Beim ersten Versuch. Gott sei Dank, ey. Die Anführer der Terroristen sind erledigt. Jetzt muss ich mich um die Reste kümmern. Die Soldaten, die noch auf Aurora sind, sind immer noch eine Gefahr. Noch. Ach, ich bin so froh, dass wir es geschafft haben. Denn beim ersten Mal habe ich tatsächlich... Da ist er. Schön, Uhr. Uhr ist auch stehen geblieben. Ja, beim ersten Mal habe ich tatsächlich 3 Anläufe gebraucht. Und die Folge ging fast eine anderthalbe Stunde. Wegen diesen, ja, diesen blöden Gegner-Spawns halt. Ja, aber jetzt haben wir es geschafft. Sehr nice. Ich freue mich. Dann geht's in der nächsten Folge weiter mit irgendeinem Event. Also, das Gas-Event hatten wir ja schon. Das haben wir ja schon erledigt. Der Terminator wäre dann das... Ja, ich glaube Terminator und das Widerstands-Event. Ich glaube, die beiden... fehlen noch auf dem Kanal. Und dann kommen die. Alles klar, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.